Hallo, da kommt zur Folge 17 auf der Gamsteg mit dem Feedguy. Hallo. Guten Tag. Warum schalte ich das Licht an? Ich will nur den Hänger abkuppeln. Boah, der Boah, Mainz wie kommt viele auch langsam. Ballen liegen denn hier? Oh. Ich gebe jetzt richtig auf die 12. Ich weiß nicht, ob es auf meinen Ballenwagen drauf geht. Welchen Feld? Der 12. So. Knackt gerade. Ja, auf der 12 ist mehr Ich wie hab auf der da 3. gerade, ich hab gerade bei den Kühen 3 Ballen Heu reingeworfen und ist nicht mehr ansatzweise gefüllt. Wie viel haben wir denn? Wie viele Kühe? 82. Oh, pff. Alter, was fressen denn die? Ja, das hält aber auch entsprechend. Hä? Das hält auch entsprechend lange. Jetzt hat schon diesen raus. Wieso diverse YouTuber immer so einen Stress machen, gell? Wenn es irgendwie um Seasons geht, ja, das ist ihr größter Feind und so. Oh, Alter. Wir haben auch gut damit gelebt. Also, den haben wir auseinandergenommen, den Seasons. Komplett auseinandergenommen. Ja, okay, dafür kann Seasons ja nichts. Seasons ist easy, ja. Auch nicht viel schwerer wie sonst. Aber so, wenn ja, das kann, so ein ist es Profi nicht. ist, ja. Wenn man es kann und sich darauf einlässt und dann seine Tätigkeiten dementsprechend plant und das das Ganze dann auch so falsch. macht, Geht aber. ist eigentlich. Nix weltbewegend ist. Boah. Guck mal einmal nicht hin hier. Wow, das wird kriminell. Da drauf zu ich hoffe nur unser Silo leer, ja. Verkaufen? Nimm den kleinen Profi-Hopper. Gerade für den Rand. Kannst ja, ich tank den Sammel-Profi-Hopper. Sonst wird es hässlich, das rauszukratzen. Boah, das wird richtig, ah, einen muss ich so mitnehmen. Schade. So. Ballenladen ist schon eine schöne Sache, also das ist entspannend. Ich finde. Tetris für Arme. Nee, Tetris für Arme, andersrum. Tetris ist für die Armen, das ist für die Reichen. Lego. Mach nun. Lego spielen. Wollen wir eigentlich mal BGA machen? Och nee, lass mal. Ein paar Gärreste. Stimmt. Verkaufst du auch eine BGA? Nee, ich mach jetzt die Kühe damit voll. Ach so. Sinnvoller. Das kann sogar möglich sein. Dann brauchen wir nicht das kostbare Holz zu verschwenden. Klar, wenn man das mit dem Profi-Hopper rausholt, wird es dann gespeichert in dem Profi-Hopper. Oh, ja, das.
Nee, der löscht es nicht. Ach so, das ist dann immer noch da. Ist ja geil. Ja, der nimmt es auf und dann kannst du es irgendwo hinschütten. Ah, schön. Ja, dafür habe ich ihn gekauft. Also es wäre wie der Silo Cleaner, wo es dann einfach verschwindet. Nein. Ja, dann kann der da bleiben, da habe ich nichts gegen. Die Silo Delayed Valve, das war. Weil das könntest du theoretisch noch mit der Schaufel rauskratzen. Weil das letzte Mal ging noch immer mal der Profi-Hopper mehr. Hm. Weißt du? Deshalb habe ich meine Spezialwalze da nehmen. Mhm. Gibt auch so nicht mehr. Ich habe mir die richtigen Leute kennengelernt. Einmal in die Runde gefragt, im richtigen Forum und boom. Läuft. Forum sind so unnötig. Ja, für so Sachen nicht. Und keine Ahnung, Gott. Doch. Der Typ schon. 99,99% nicht. Ja, aber es gibt nur 0,1%, die haben Ahnung. Meistens die netten. Die netten Admins. Und Modder. So, hol ich noch den einen Ball und dann komme ich wieder heim. Zweiten Hänger voll. Hand läuft immer noch. Übrigens, ich will einen größeren Striegel haben. Ja. Gib es nicht! Wohl, eigentlich wäre es mal wieder das erste Mal Zeit. Ja klar, kriegst du einen neuen, ey. Ganz klar. Was 38.000 das Ding. Wir können wir alten noch kaufen. Boah, 34. Langsam. 12 Meter und der alte hat 6 Meter, ja, ist auch noch das Doppelte. Moment, welcher ist das? Der Einberg. Ah, ja, der ist gut. Der ohne Nachsaat. Ja. Ich bin aber fast ganz. Den Saphir behalten wir aber dann. Genau. Zum Sehen. Der bringt eh nichts mehr, 5000 oder so. Alter. Was ist denn los? Da ist Gas. Es gibt ja wirklich Leute, die beschweren sich, dass Landmaschinen zu schnell unterwegs seien. Hm. Frage ich mich also, was ist denn jetzt schon wieder falsch, ne? Erst beschweren, die sind so langsam und dann, die sind so schnell unterwegs. Das soll vorkommen. Nimmst die große Schaufel. Ja. Wie haben wir hier alles universell? Ja. Ey, das war eine richtig gute Entscheidung, das damals so zu machen. Wir hatten noch mal eine CSZ-Gabel, wo ist denn die hingekommen? CSZ-Zubeck hast du rausgemacht. Oh.
Eieieiei. So, und angestochen. Scheiße. Vergessen loszumachen. Mist. Egal. Ich fange mal wieder einen Stapel an, ne? Mhm. So ein zweiter Weidemann wäre jetzt geil, ne? Das wäre doch was. Der T5? Nein. Weil damit können wir dann mehr anfangen. Dann nehme ich einen neuen. Aber kein Wasserfass mehr ziehen. Dann wird halt 5,15 zum Universum zum Nix. Mit für alles. 5,15 falsch und nicht gehen. Doch, nein! Logisch können wir ein Wasserfass ziehen. Nicht so. Wenn ich die neue Version nehme, der hat einen Schlitten hinten drin mit Hydraulikanschlüssen und Druckluft und allem. Nein, aber das hat auch eine andere Anhängung. Ja und? Kann ich trotzdem machen, habe ich schon gemacht. Hm. Dann verkauft also, den 500er. Mal. Hä? Dann verkauft den 500er. Warum? Und dafür kauft er einen. Ne, meiner bringt kein Geld mehr. Der T5 auch nicht. 500er ist er. So schön wie er ist, ne? Bringt im Moment noch das meiste. Wir können ja auch einfach mal dreschen, wie normale Leute, Geld verdienen und dann. So ist es. Du denkst, die ganze Zeit uns verkaufen. Alle Marktwerte, und, mir wurde mein Wahlpflichtfach gestrichen. Wenn die Ernte gut war, dann können wir überlegen, ob wir uns das holen. Mir wurde mein Wahlpflichtfach Technik gestrichen, jetzt bin ich in Wirtschaft und Verwaltung. Du musst wirtschaftlich denken lernen. Genau, ich glaube, du musst erstmal wirtschaftlich denken lernen. Betriebes. Man muss sich immer nur kaufen. Ich hab den 500er nicht gekauft. Kaufen, verkaufen, Leute abziehen, weitere Leute abziehen. Kaufen, verkaufen, Leute anlügen, noch mehr Leute abziehen. So geht es, so läuft's. Spaß. So, jetzt gönn ich mir erstmal den Profi-Hopper. Wo ist denn der? Ist er doch. So. Und zack. Ach ja. Ja, wir sind schon ein bisschen verrückt. So ein ganz kleines bisschen. Wie viel geht in den Profi aber rein? 100.000 Liter? Nee. Wie viel? Weiß ich nicht. Alter, dieser Misthaufen, leck mich am Arsch. Ja, das muss auch mit dem machen. Der wird halt einfach nicht kleiner, gell? Du siehst gar nicht. So schnell wieder voll. Na ja, 66.000 Liter Mist. Ich geh kaputt. Alter, Preise kann und nicht mal ich bauen. Ich geh kaputt, ey. Wir brauchen eine Förderbahn. So viel Scheiße bauen und immer zusammen. Ich hab vorhin 6.000 gelesen. Ach so. Okay,
okay, das ist halt eine andere Hausnummer, ne? Nee. Ach Gott, ach. Machen wir da, hä? Weiß es nicht. Acker kippen. Oder auf Acker fahren. Auslagern und auf Acker fahren. Eigentlich die beste Methode. Bringt das was, wenn du gedroschen hast? Gedroschen? Und dann quasi. Bringt nix, ne? Was? Wenn du nach dem Dreschen direkt das Zeug drauf letterst. Mist. Ja, und dann eingrubberst. Na klar. Bringt. So machen wir das ja auch. Wir machen erst drauf, dann grubbern wir, dann füllen wir das, sehen wir ein, gucken und dann fahren wir nochmal Gülle drauf und dann striegeln wir. Mit komplett Bio. Willst du vorm Einsehen Gülle fahren oder nochmal? Nach dem Einsehen. Und dann nochmal striegeln. So Leute, das war's aber von der Folge. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like oder ein Abo lassen und ja. Tschüss. Tschüss.